Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Starzo von der Supermapper-Family. Oh ne, kleineren Gang. So, Abflug hier. Ich habe gesagt, wir müssen noch kalken, ne? Ja. Können wir dich hier eben lang fahren? Ach komm, wir sind ja gerade hier. Dann machen wir die Bude eben nochmal schnell wieder voll. Dann haben wir ja noch, glaube ich, 3 Felder zu kalken, ne? Ist gerade nicht so viel. 10% auf Feld 3 hat er geflüchtet. Kann ja gar nicht. Der ist nur nicht mal einmal rum gewesen. Ja, Steine werden ja auch schon gesammelt, ne? Die müssen dann halt kalken. Was anderes ist leider nicht. Im Moment. Auf voll die Bude. Leider nein, ne? Entweder haben wir gerade den Zaun voll mitgenommen oder er hat keinen Bock. Ich glaube, er hat keinen Bock. Oh, oh, oh. Moin, moin. Moin. Helgerlein, heute Abend melken, schaffe. 6 Uhr. Hoffentlich ist er um 7 dann da. Ich hatte das nicht so mit der Uhr lesen, weißt du? Da musst du auch immer vorsichtig sein. Guck mal. Der läuft. Unser Wasserfass. Können wir auch demnächst verkloppern, ne? Nur noch den GT auch mit Fass. Ne, wir müssen hier erst ab, ne? Wäre fast dran vorbeigebrackelt. Aber klassisch elegant habe ich die Kupplung getreten, den Gang rausgemacht und auf den Bremse gehauen. Sehen? Wenn ich muss mal zurückspulen, siehst du das? Svenny ist so ein Bienenpflücker, ne? Ich stehe dazu, dass ich ein Bienenpflücker bin. Was macht die Mr. Sambalotsche? Ist hier noch eine Maluche? Sieht nicht so aus, ne? Den kannst du vergessen, den Magger. Wer den auf der Welt losgelassen hat, verstehe ich auch nicht, du. Der war auch wohl nicht ganz in der Welt. So, Abflug. Jetzt nichts, wir müssen kalken. Was die Mühle so hergibt, kalken. Vom wegen der pH-Wertung und so. Weiß Bescheid, ne? Terra Life kommt erst nächstes Jahr, ne? Habe ich so gelesen bei Facebook. Ab und zu gucke ich auch mal bei Fatzebook rein. Ist aber eher selten, dass man mich da sieht. Dann habe ich gelesen, erst nächstes Jahr. Schade, ne? Ja, aber freuen wir uns drauf. Wird bestimmt cool. Warte, warum müssen wir denn hier nur so wenig drauf klatschen, oder? Ist ja auch ganz gut, ne? Für unseren Geldbeutel, ne? Muss man auch mal ganz ehrlich sagen, ne? Ja, dann gut, dass wir hier so große Schlepper haben, ne? Sonst wird das ja alle gar nicht funktionieren. Wir haben ja nur 300 PS Schlepper hier. Wenn du 200 abziehst, dann bist du dabei, ne? Muss man ja so sagen, ne? Was läuft? Guck mal. Nächste Fläche gleich schon fertig. Wenn wir schlau sind, fahren wir eben über den Hof, ne? Habe ich extra so gemacht. Nicht. Und dann machst du hier den direkt wieder an. Und dann läuft das. Uncool, ne? Nee, war cool. Sag mal, Mr. Sambalatsch habt ihr auch nicht gesehen, oder? Seht ihr jetzt schon mal dran lang getannt hat?
Der hängt bestimmt irgendwo in den Büsche. Weil er wieder keinen Bock auf Arbeiten hat. Immer so bei dem Magger. Der ist ja noch nicht mal lang gefahren, ne? Da müssen wir erstmal gleich ein Kückerchen machen, ey. Was der Magger wieder macht. Der Magger. Ganz vergessen. Was habe ich dir gesagt? Mach mal weiter jetzt hier. Das läuft ja gar nicht mit dich. Neuer Mann anstößt. Oh, er ist schon das zweite Mal jetzt hier angefangen. Das kann noch ewig dauern, egal. Gib Geld. Wir brauchen die Kohle. Deswegen machen wir das ja. Seine 300 PS kann der Deutsch nicht ausspielen, ne? Schickram, du. Hat er doch ein bisschen Malesse, du. Ja, wir kriegen wir hin. Dann machen wir ja gar keinen Stress. Irgendwas ist ja immer. Aber wir haben eigentlich schon ganz gut was geschafft in diesem In-Game-Monat in August. Wir haben zwei Wiesen zusätzlich mit angesät. Wir haben eine Wiese. Wir haben alles gedüngt. Unsere Flächen sind schon abgeerntet. Ein Teil ist schon geflügt. Da können wir Steine sammeln. Dann Robert D. Rubs sollte Weizen, ne? Richtig? Müssen wir gleich nochmal gucken. Ich vergesse das immer mit der Fruchtfolge hier. Da müssen wir Zwischenfrucht drauf klatschen. Anders geht das hin, ne? Auf die große Fläche. Puh, auf die Haferfläche muss auch Zwischenfrucht drauf, ne? Oder können wir noch Haferweizen sehen? Ne, ich glaube nicht, ne? Wir brauchen ja Weizen und Gerste. Und dann ging noch ein bisschen planlos. Ich habe doch hier auch den Fruchtfolgemod drin, oder? Bin ich schief gewickelt. Nee. Ich meine, ich habe den hier auch aktiviert. Jetzt muss man sich halt ab und zu mal so ein kleines Schädelchen machen, ne? Wie machst du das? Aber ich finde das gut. Bin ja ganz ehrlich, ich mag Fruchtfolgemod. So soll es sein, ne? Nächste Fläche gleich abgefrühstückt. Auf zur nächsten, aber das macht der Cosplayer. Wir nehmen hier die Geheimhaus fort. Wir müssen ja die neue Wiese auch noch eben kalken, ne? Ja, das muckt wie eben. Moin! Hä? Der kommt nicht von hier. Jetzt fragt mich nicht, woran ich das gesehen habe, ne? Aber ich glaube, der kam nicht von hier. Heiler nein, ne? Nächster Down hier. Wir hätten so schön Gras machen können. Ihr habt schon Backstein auf dem Gaspedal. Ich muss ein Gähnerchen machen. Und wir müssen doch hier ab, oder nicht? Ja, sicher. Hier ist ja unsere neue Ecke. Verzeihen. Halt an hier. Oh, ein Klappstuhl. Haben wir da einen Kurs für? Wisst ihr denn? Ich glaube nicht, ne? Ne, hier fällt 10 brauchen wir. Hier Feld 11 ist das doch, oder? Wie komme ich denn auf Feld 10? Ist doch Feld 11. Ja.
Svenny, du bist so ein Held von Eppefeld, ne? Nee, haben wir noch gar keinen Kurs. Was ist das denn hier? Gliblablub. CP-Kurs generieren. Das machst du schön. Kurs speichern. Aktivieren. Halten, ne? Cool, 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 cool. So, ich würde mal sagen, du fängst mal langsam an und wirst schnell fertig. Oh, hier 2,63 Tonnen. Oh, dann kriegen wir das fast fertig mit den Streuer. Schön, schön, schöne Bilder, ne? Das läuft. Willst du mich eigentlich verschaukeln hier? Du bist ja auch nicht ganz in der Welt, oder? Ja, nee, du hast ihn festgebrackelt, du Blödmann. So ist er mit der Personal. Kannst vergessen, du. Wenn ich all so missmarken dort. Chikrami. Noch an den Hubel. Ich hätte gedacht, wir hätten da jetzt einen fähigen Mann drauf, aber... Denken ist nicht so meine Stärke. Habe ich nämlich falsch gedacht. Kommst du rum? Ja, läuft mit dich. Dann machst du hier weiter oder wie ist die Lage? Ah, guck, Sieglinde. Schalt muss noch lernen, wa? Guck mal, voll die Asphalt-Trennscheiben. Haben wir auf dem Track. Ach, der ist schon schön. Oh, Entschuldigung. Guck mal, wie der vorne hochgeht. Die lernt's auch nicht mehr, ne? Schaltet trotzdem, obwohl's... Schwachsinn ist. Und wir sitzen dort drauf. Ich kenne ihn. Er macht eigentlich einen ganz guten Job, aber der kommt nicht von hier, ne? Aber frag mich nicht, woran ich das sehe, aber der kommt nicht von hier. Also. Naja, wie viel hat er denn schon? An Prozente 3? 18% schon? Krass. Gibt's hier auch neue Verträge? Ne, gibt keine neuen Verträge. Uncool. So, wie sieht's bei euch aus? Gesundheit nur 30? Warum denn nur 30? Ist denn bei euch nicht richtig? Guck mal, die haben aber... Man muss noch steigen, ne? Ich kram, dass wir kein Gras mähen können, du. Die haben noch Wasser. Obwohl wir da mal Wasser hinfahren könnten, ne? Die sind ja alle an der Arbeit. Führt wieder mal eben hin, wä? Ich kann hier über unsere Wiese fahren. Ist noch nichts gewachsen. Außerdem muss ich die Fahrgasse einfahren für die Kühe. Wenn die dann mal später drauf rumlaufen, die wir gar nicht haben, weißt du? Aber dann haben die direkt so einen Trampelfahrt. Musst du heutzutage machen als guter Landwirt, ne?
den Kühen die Arbeit... Oh, wir haben nur, glaube ich, nur 4 Gänge. Den Kühen die Arbeit abnehmen. So, wir müssen hier, glaube ich, die nächste ab, ne? Dann machen wir mal hier langsam. Weil ich habe das Wasser fast falsch rumstehen, ne? Ja, ja, ja. Gut, gut, Svenny. Gut aufgepasst. Was war das? Ach, der Wasserhydrant. Entschuldigung. Ich bin ja voll über den Wasserhydranten gebrackelt. Schon wieder? Sag mal, was ist denn hier los? So, komm mal, Freund. Lass gehen. Das Ding dahinter könnten wir eigentlich verkaufen. Oder wir kaufen die Obstplantage da. Vorsicht! Hauptsache, ich habe jetzt keine Beule in den Schlepper. Ja, na, guckst du, wa? Oh, ein Bienenpflücker. Die Fußgänger, du, die sind hier auch lebensmüde, ne? Frischworte. Sekte, Frischworte für die Schafe. Ja. Und Bremse? Gang raus. Sind wir hier? Nee, ich hab nicht. Sind wir? Das läuft über die Wäscheäufchen? Hast du gesehen, wurde mitfahren. Das wollen mit Pferden. Was denn los? Ist sich das Schlepper vorne nicht bekommen? Nein? Nein, ist sie nicht bekommen? Nächstes Mal kaufen wir einen Routen, dann darfst du mit einem Routen fahren. Ich sag dir, das ist richtig schicki-funny. Da brauchst du nicht mehr Knicke-Knacke. Dann machst du den Motor an und dann gibst Gas. Knicke-Knacke ist out. Einen Routen fahren, Gas geben ist in. Ne? Lass dir das gesagt sein. Siehste? Das ist direkt nicht mehr depressiv. Das freut sich schon, das sucht schon den Routen. Ich weiß, wie ich die Schafe glücklich mache. Leider nein. So, was Muckvi? Kein Plan. Oh, habt ihr schon Wäldchen gemacht? Schön, 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 schön. Sag mal, wo bauen wir denn unsere Milchproduktion hin? Was, 514? Hast du einen Laden? Produktion. Wir brauchen ja hier Milchschafproduktion. Könnten wir die rein theoretisch... Ne, bei Nachbarn geht nicht, ne? Ne, müssen wir ja mal ein bisschen gucken hier. Würde die rein theoretisch hier hinten mit hinpassen? Nicht so Premium gut, ne? Oh, nee. Ich hätte ja hier so gedacht, ne? Aber das geht nicht. Das ist ja uncool. Hier den Wald habt ihr alle abgeholzt, ne? Hier ist ja voll lütt. Heiner, nein. Jetzt ist guter Rat teuer. Ich weiß noch nicht, wohin mit dem Zeug. Aber liebe Leute, ich sage erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!